Seite. Nehmt eure Kekse. Hallo? Oh Mann, ey, was geht? Flauschi Sorry, ist wieder da. So schnell fertig. Hallo, ey, ja. Flauschi. Ja, ich was wollte nur mal Danke sagen. Wegen dir wurde ich gerettet. Du hast mich gerettet und ich habe ein Geschenk für dich. Was? Oha, was ich denn? Ich muss es dir unbedingt geben. Ich habe dich gestern nicht mehr gefunden, deswegen heute. Ich habe ein richtig, richtig cooles Geschenk für dich. Ja, dann let's go. Nee, ich zeig's dir nachher. Hä? Ich muss so ein, zwei Sachen vorbereiten, aber ich wollte dir nur sagen, ich werde dir am Ende deines Videos ein Geschenk geben. Oder in der Mitte sogar. Bleib oha, dran, wie ciao. Krass. Okay, tschüss. Tschüssi. Okay, so. Leute, dann werde ich euch jetzt erstmal. So, das ist so krank, dass Geschenk, wer sich freut. So, dann werden wir jetzt einmal schauen. Ich wollte euch einmal nochmal von gestern zeigen. Oha, da kommt Max. Hallo, Max. Yo. Ich war gerade sogar auf dem Weg zu dir. Was gibt's? Ich war auch auf dem Weg zu dir. Ich wollte mich bedanken bei dir. Oha, heute wollen sich irgendwie alle bei mir bedanken, ja? Für was oha, denn? Für du das hast Haus? Mir ja so krass geholfen mit meiner Villa-Einrichtung und sowas. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, gerne. Sollen wir uns das nochmal zusammen angucken? Ja, gerne, gerne. Können wir machen. Ich glaube, meine Zuschauer haben das noch gar nicht so doll gesehen. Ihr müsst auf jeden Fall das vorher angucken, wie es vorher war, Leute. Da müsst ihr bei Max im Video vorbeischauen. Da haben Max und ich uns nämlich gebattelt. Ja, da hast du schon echt ganz gut was abgegradet jetzt. Hier. Hallo, Kani. So. Hallo. Dann sehen wir hier schon die ersten Veränderungen. Da ist jetzt so ein Torbogen am Eingang und man sieht die Palmen schon in der Entfernung. Genau, die Palmen sind natürlich auch sehr krass. Die linke sieht krasser aus, vielleicht sollten wir rechts auch nochmal so eine krasse hinbauen. Egal. Also ja, wobei ich finde es eigentlich cool, dass sie nicht so gleich aussehen. So ja, das stimmt. Ein echter, weißt du? Dann ist hier der Unterwassertunnel, den kennt ihr ja schon, Leute. Da laufen wir jetzt einmal rüber, denn wir haben schon sehr, sehr viel umgebaut, muss ich ehrlich sagen. Wir haben eigentlich das komplette Haus umgebaut, oder nicht? Ja, schon, schon. Kann man so sagen. So, dann gehen wir hier einmal direkt rein. Und wenn ihr das mal mit dem anderen Video vergleicht, sieht es hier gänzlich anders aus. Denn als allererstes springt natürlich der Kronleuchter ins Auge. Den habe ich gestern auch gebaut. Wie findest du den? Boah, ja, krass. Ich find wirklich alles 10 von 10. Sehr krass. Okay, da haben wir hier den Esstisch und haben wir ein bisschen mehr vorgeholt. Dann die Küche, die ist ein bisschen größer geworden. Hier haben wir das Piano. Das haben die Leute, glaube ich, gestern noch gar nicht gesehen. Ja. Das ist auf jeden Fall auch sehr krass geworden. Was spielst du da immer so für Musikstücke drauf? Ja, meist spiele ich eigentlich Dings, den 100K-Song von Candy. Ah, okay. Ja, ist eine gute Wahl, gute Wahl. Okay, Leute, dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir so einen kleinen Lounge-Bereich. Und hier haben wir dann das große Wohnzimmer mit einem krassen Kamin da vorne. Hier ist Max sein Arbeitsbereich. Hier nimmt er immer seine Videos auf. Guck mal hier. Oha, Chicken. Oha, ein ganzer Stack. Ja, als Dankeschön. Oha. Ich glaub, das gefällt mir, deswegen bezahle ich dich. Dankeschön. Hier, ich finde den Kamin, der Kamin sieht richtig gemütlich aus. Wenn man hier so sitzt, dann kann man hier entspannt den Kamin beobachten. Was ist hier los? Ja, da hat Amir vorhin was abgebaut. Ich muss kurz reparieren. Achso. Dann haben wir hier die Treppe nach oben. Und dann kommen wir direkt natürlich zur berühmten iCrimex Dia-Wand. Die muss natürlich immer da sein im Haus, die darf nicht fehlen. Dann haben wir hier Max sein Kistenlager. Ihr könnt noch Rahmen an die Kiste, damit du weißt, in welche Kiste was gehört. Dann kommen wir hier hinten, hier sind auch nochmal ein paar Aufenthaltsräume. So, hier so ein paar Sessel. Und ich finde, der krasseste Raum ist das Badezimmer geworden. Hier ist eine freistehende Badewanne und die Waschbecken hier mit den Bildern und so. Hier ist ein Loch im Fenster. Also irgendwie ist hier bei Max noch was schief gegangen. Ja, Candy hat hier vorhin rumgeballert. Und hier haben wir auch den schönen Ausblick aufs Meer und auf die schöne Villa von Avive da vorne. Also mein Lieblingsraum ist tatsächlich sogar der hier. Der hier, der Freizeitraum. Hier haben wir nämlich einen großen Billardtisch. Guck mal, einfach der Billardtisch und dann guckst du da auf die Yacht drauf. Ja, und die Palmen hier rechts. Das ist sehr, sehr krass alles. Dann hier natürlich auch, wo man warten kann, bis man dran ist beim Billard. Und dann ist das Letzte, was noch übrig bleibt, das Schlafzimmer. Aber ich glaube, das ist doch gar nicht ganz fertig. Das ist noch im Umbau, ja. Ja, hier sind auch Glasscheiben kaputt, aber hier kommt das Bett hin und hier kommt ein Ankleidezimmer hin. Aber das war das ganze Haus gewesen. Ich finde es richtig krass. Wir haben da auch hinten noch den Flugplatz, den zeige ich auch noch kurz, aber da haben wir gar nicht viel umgebaut. Gar nichts, glaube ich sogar. Aber wir gehen hier einmal nach hinten. Ein bisschen Grünzeug könnte hier draußen auch noch hinkommen, ein paar Pflanzen, Gras und sowas. Aber das ist die ganze Villa und die ist auf jeden Fall richtig, richtig krass geworden. Okay, Max, Dank ich gehe wieder. Okay. Wieder krass.
Gerne doch, immer wieder gerne. Der Platz ist sehr gut genutzt, finde ich. Ja, ich denke auch. Man hat alles, was man braucht und mehr. Das stimmt. Okay, Max, ich muss wieder los. Ich muss weiter arbeiten. Wir sehen uns. Tschüss. Okay, Leute, dann schauen wir jetzt mal. Ich bin mal gespannt, was Candy hier für eine Überraschung für uns hat oder was sie überhaupt vorhat. Keine Ahnung. Wir gucken jetzt gleich direkt mal, was er da treibt. Wir schreiben ihm mal. Wir müssen erstmal kurz unser Inventar aufräumen. Und dann geht's los. Dafür fahren wir einmal in die Stadt rüber, um da unser Zeug in unseren Tower reinzuräumen, weil da ist immer noch unser größeres Lager. Deswegen, wir gehen einmal wieder zurück zu unserem Haus, holen unser Auto und fahren einmal rüber in die Stadt. So Leute, da sind wir. Jetzt gehen wir einmal hier hoch, räumen unsere Sachen auf. Da müssen wir noch neue Munition für unsere Waffe kaufen und unsere Schaufel sollten wir ein bisschen reparieren. Aber jetzt räumen wir hier erstmal auf. Ich glaube, das ist sogar fast alles Holz. Dann machen wir hier die Blumen rein. Den nehmen wir mit, dann haben wir immer Essen dabei. Und jetzt gehen wir noch einmal Munition und sowas kaufen. Was ist denn hier los? So, das haben wir jetzt auch repariert. Und jetzt gehen wir einmal zum Markt und kaufen uns da direkt ganz viel Munition und Erfahrungsfläschchen. Wir nehmen natürlich unser Auto, so, und fahren einmal direkt rüber. Beim Auto müssen wir auch mal noch gucken, ob ich das tanken. So, Leute. Ich bin hier gerade reingekommen, Hier bist du sehr gut. Ich habe dein Auto gesehen. Flauschi, dein Geschenk. Du hast Erfahrungsfläschchen kaufen. Ich muss dir das Geschenk zeigen. Ja, okay, dann zeig mir das. Oh. Ich bin echt gespannt. Dann fahr mir mal hinterher, Flauschi. Ich habe etwas vorbereitet für dich. Oh, da bin ich jetzt aber wirklich gespannt, weil was solltest du mir schenken? Tja, natürlich als Dankeschön, weil du mir immer so viel geholfen hast, du generell auch der Stadt und vielen immer hilfst. Ja. Habe ich etwas für dich getan. Wow. So, wir parken mal jetzt hier, zack, so. Okay, das ist eigentlich verboten. Okay, Flauschi. Also, weil ich weiß, dass du Kekse ja auch sehr magst, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, Flauschi, habe ich stimmt, etwas für dich vorbereitet und gebaut, was? Weil du so toll bist und ich dich so mag, Flauschi. Kekse, ich liebe Kekse. Ach so, ja. Dann komm mal mit, denn ich habe dir gebaut einen neuen Luxus, richtig krassen Keksladen. Wo ist er? Oh, hier ist der Keks. Hier kann man reingehen. Kenny, wo ist der? Und hier ich sehe keinen krassen, richtig luxuriösen Keks. Hinter dir. Hier kann man reingehen. Jetzt stehe ich hier. Hallo, Kekse. Und hier sind auch Kekse drinne gewesen. Eigentlich das ist doch kein luxuriöser Luxus-Keksladen, Kenny. Kekse, kommt sie alle her. Hier gibt es Kekse. Kenny. Ja. Vielen lieben Dank, ich freue mich da sehr drüber. Jawohl, aber, das freut mich auch. Ich komme in 5 Minuten wieder und kaufe mir ein paar Kekse bei dir in diesem schönen Laden. Okay, bis gleich. So Leute, ich habe mir jetzt überlegt, das ist doch kein luxuriöser Keksladen. Wir gucken mal hier drin. Hier ist eine Truhe, da ist nicht was drin. Das ist ja super mini. Wir müssen das auf jeden Fall umbauen und größer bauen. Vielleicht einen neuen Platz suchen, weil hier ist irgendwie nicht so ideal direkt neben der Schule. Deswegen, ich würde sagen, wir reißen das erstmal ab. Auch, ich bin sehr dankbar dafür. Und das war auch eine sehr gute Idee, denn Candy hat mir jetzt eine neue Geschäftsidee gegeben. Wir müssen jetzt nämlich erstmal das Ganze hier abreißen und dann bauen wir den ganzen Shop neu auf in richtig krass und OP. So Leute, die Fläche ist jetzt platt und ich habe mir auch schon einen neuen Platz ausgesucht. Und ich möchte das natürlich wieder in Form von einem Keks haben. Deswegen, ich werde hier das Ganze hinbauen, hier auf die leere Fläche. Und dann wird der Keks aber so aufrecht sein, dass man den auch wirklich sieht von der Seite. Und es wird auf jeden Fall richtig, richtig cool werden, Leute. Ich fange jetzt direkt schon mal an, das Ganze zu bauen. Und ich zeige euch dann gleich einen Zwischenstand. So, Leute, bevor ich aber richtig anfangen kann, ich habe zwar den braunen Beton schon, aber ich brauche noch braune Keramik. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen Keramik farmen, also ein bisschen Ton hier farmen gehen. Da muss ich auf jeden Fall sehr viel sammeln, denn davon brauche ich ein paar Blöcke auf jeden Fall. Um genau zu sein, brauche ich 36 Blöcke, also gar nicht so viele, aber trotzdem mehr als ein halber Stack. Aber das sollte ganz schön schnell zusammengefarmt sein. Hier ist ja jetzt gerade sogar eine große Quelle, vielleicht sind das sogar schon 32 oder 36 oder was auch immer. Aber ich melde mich, sobald wir den ganzen Ton gesammelt haben und wenn wir anfangen, das ganze Ding zu... Warte, Leute, wir brauchen das doppelt, wir brauchen 2x36. Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil wir die Vorder- und die Rückseite haben, Leute.
So Leute, da sind wir wieder. Ich bin jetzt hier schon wieder dran und wir müssen jetzt quasi zweimal einen ganzen Keks bauen. Also ich werde hier hinten einen bauen und vorne einen und dann Wände reinziehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber ich fange direkt an, denn wir müssen ja... Wir bauen zuerst den hinteren, glaube ich. So, denn wir müssen hier... Mal gucken. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ich baue Reihe für Reihe am besten, Leute. Dann kommt hier die helle Farbe. Dann kommt hier zweimal dunkel. Dann kommt hell oben drauf, dunkel. Also Leute, ich baue den ersten Keks und dann zeige ich euch das Endergebnis, weil das dauert jetzt kurz. So Leute, das ist der Keks. Ihr fragt euch bestimmt, was das Weiße da ist. Das wird die Verbindung werden zu dem anderen Keks, also dass da draußen wirklich auch ein Haus wird. Und das wird ungefähr so lang. Ich werde jetzt erstmal diese Verbindung bauen und dann wird der andere Keks gebaut, Leute. Let's go. So Leute, hier ist der zweite Keks. Jetzt werden wir hier einmal eine Tür reinbauen, das ist natürlich klar. Und hier seht ihr auch schon das Innenleben. Ich habe hier schon mal Fenster reingemacht, aber hier kommen natürlich auch gleich noch Lichter rein. Ich kann jetzt schon mal rein. Ich baue mich mal einmal hoch und mache in die Ecken einmal Lichter rein. So, das ist schon mal ein bisschen heller. Jetzt müssen wir den Boden natürlich noch anpassen. Den mache ich auch in hellbraun mit braunen Flecken. Und wir sehen uns gleich, wenn der Boden fertig ist. So Leute, der Boden ist drin. Jetzt organisiere ich noch ein paar mehr Lichter, ein paar Kisten. Und sowas alles. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier drunter noch ein Weizenlager und ein Kakaolager bauen. Oder halt so Sachen, wo man das anpflanzen kann, damit ich hier auch immer alle Leute mit Keksen versorgen kann. So Leute, hier haben wir jetzt die Kisten. Die werden wir jetzt hier einmal verteilen. So. Vielleicht machen wir die letzten zwei machen wir doch weg, weil die brauchen wir für unten fürs Lager. Und zum Lager geht es jetzt hier runter. Hier werden wir runterbauen. Ich habe auch schon eigentlich alle Sachen dabei. Wir fangen direkt an, hier unten mal was auszuhöhlen. So Leute, die Farm ist jetzt fertig. Hier sind die Kakaobohnen angebaut. Hier das Weizen und wir können auch nachher direkt schon die ersten Kekse backen, sobald das Weizen fertig ist. Und dann müssen wir natürlich hier die Kisten noch auffüllen. Hier fehlen auch noch ein paar Lichter vielleicht. So, das sind die letzten zwei, die ich habe. Vielleicht sollte ich nochmal welche kaufen. Aber jetzt müssen wir hier nur noch Schilder dran machen und dann... ist der ganze Keksshop auch schon fertig, Leute. Dann können wir schon Candy Bescheid sagen, dass er sich das Ganze mal anguckt. Oder ich hoffe, er ist nicht böse auf mich, Leute, weil ich habe ja sein Geschenk einfach abgerissen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr denkt, dass Candy böse sein wird. Wir machen jetzt den ganzen Rest fertig und dann sagen wir Candy Bescheid, dass er einmal vorbeikommen soll. So, Leute, die Shops sind jetzt aufgefüllt. Hier kann man jetzt kräftig Kekse kaufen. Hier sind auch alle, nicht alle voll, aber die meisten... Hier unten, die Farm ist jetzt komplett angepflanzt. Hier wachsen die Kakaobohnen kräftig vor sich hin. Hier kann ich sogar schon abpflanzen. Sehr, sehr gut. Ich werde jetzt meine Kakao- und Weizenproduktion, also meine Keksproduktion, weiter vorkurbeln. Und auf Candy warten, bis der endlich mal vorbeikommt, Leute. Bis gleich. So, Leute, Candy kommt nicht von alleine. Deswegen schreibe ich ihm jetzt mal. Mein Keksshop ist nun offiziell eröffnet. Dass er noch nicht so viel dabei denkt. Also, dass er nicht denkt... Also, wir gucken mal, ob er einfach bei dem alten Shop auftaucht. Wir gucken mal nach da vorne. Boah, ich komme. Okay, dann warten wir jetzt mal, bis er da vorne auftaucht. Guck mal, wo er auftaucht. Auf die Karte vorne. Der war doch da an der Ecke. Ich hab den noch selber gebaut. Auf der Karte ist er nicht mehr zu sehen. Wie, hä? Leute. Wo ist der? Hä? Wo ist der Keksladen? Alter. Candy, hallo. Hä? Hallo, hier, hinter Bob, dir, hallo? Hinter dir. Was habe ich getan? Achso. Hallo. Bauschi, wo ist der Keksladen? Ich habe den ein bisschen umgebaut. Warum ist der nicht mehr da? Der ist hier vorne jetzt. Der ist jetzt so richtig krass geworden. Das sieht aus wie ein großer... Das ist ein Oreo-Keks. Hey, sag die Marke nicht, Candy. Achso, das ist ja ein großer Keks mit Füllung. Ja. Und hier ist jetzt so ein neuer Keksshop drin. Jo. Ausverkauft, ausverkauft. Oh, du hast gerade ganz schön viel Geld ausgegeben. Merkst du das nicht? Candy. Oh, Kekse. Ich habe jetzt irgendwie 8 Stacks Kekse gekauft. Ich habe das alles leer gekauft. Nur eine Spende. Hier, bitte. Okay, danke. Guck mal, ich gebe dir kurz eine... sieht sehr, sehr gut aus. Gib dir eine Roomtour, ja? Also. Ja, dann mach mal. Man geht hier rein. Kommt hier rein, ja. Und dann Keks, okay. Ist hier mein Keksshop. Ach so, und wir haben noch hier unten einen Geheimgang. Was ist da denn?
Hier ist mein geheimes Kekslager. Hier ist die Keksproduktion. Ja. Hier ist ja die Produktionsstätte. Hier werden alle meine Kekse von Hand hergestellt. Übelst krass. Flauschig ist der krasseste Keksladen in der gesamten Minecraft-Stadt. Dankeschön. Ich werde hier immer Kekse. Hast du was? Ja? Ich werde mit dem heutigen Tag aufhören, Karotten und Fleisch zu essen. Ich bin jetzt ein Keks. Hier, guck mal, hier links kannst du 10 Kekse. Geld eigentlich wieder? Ja, warte. Hier links kannst du 10 Kekse kaufen und rechts ein Stack direkt. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt. Okay, krass. Ich werde jetzt nur noch Kekse essen. Und damit ich die Leute richtig gut abzocken kann, werde ich immer nur die Stacks aufgefüllt haben und nie die Zehner. Was? Abzocken? Also, Naja, okay, Flausch, wie gesagt, Laden finde ich sehr, sehr gut, ja, gefällt mir sehr. Sehr gut, ich werde jetzt noch einen Parkplatz hinbauen, weil die Leute müssen auch irgendwo parken können. Okay, Candy, freut mich, dass du dir... Bist du mir böse, dass ich den anderen abgebaut habe? Nee, das sieht ja besser aus, du kannst auch besser bauen als ich. Okay, alles klar, dann sehen wir uns, tschüss. Sehr gut, wenn Candy der gefällt, dann... Oh, jetzt läuft er in die gleiche... Okay, wenn Candy der gefällt, ist es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich finde den Keksshop auch richtig krass, weil es mal ein anderes Gebäude ist. Es ist halt ein Keks, wirklich. Deswegen, wir werden jetzt da noch den Parkplatz hinbauen und dann sind wir auch schon fertig für heute. Dann haben wir Feierabend. So, Leute, ich habe jetzt den ganzen Beton gekauft und wir werden jetzt hier einfach so einen Parkplatz hinbauen. Es ist ja nicht schwer, wir brauchen auch nur so 3 Parkplätze. So, und noch ein letztes. Sehr gut. So, jetzt werden wir das hier Ganze mit Beton auffüllen. Und dann werden wir auch nur noch die Linien zeichnen müssen. Ne? Ich habe sogar so einen Pinsel dabei, das ist richtig gut. So, hier schnell alles auffüllen. So, oh oh. Mann, ich... Ah! So, hier jetzt schnell alles weg. Und jetzt nur noch den Pinsel in die Hand nehmen und hier einmal alles nachmalen. Ich zeige euch das gleich, wenn die ganzen Striche fertig sind. So, zu guter Letzt machen wir noch die P's drauf und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wir parken jetzt auf unserem eigenen Keksshop Parkplatz, so einmal Motor anmachen und einmal hier drüben einparken auf dem Parkplatz, denn das hier ist der neue Keksshop-Laden. Jetzt das Auto wieder abschließen und das hier ist der Laden, Leute. Ihr habt ihn gerade schon gesehen, als ich ihn Candy gezeigt habe. Wir werden hiermit jetzt richtig, richtig viel Geld machen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mich auch auf Insta und auf TikTok aus. Da heiße ich flauschi_yt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, Leute. Tschüss.